Herzlich willkommen zurück bei Anno 1404 Venedig in der History Edition mit der Schönbaumod. Und wir nehmen mal einfach diese Aufgabe an. Vielleicht machen wir das ja mal so nebenbei. Der Vulkan ist ausgebrochen und macht unsere Insel kaputt. Und alle Schiffe, die ich hier demonstrativ daneben gestellt habe. Also, ich dachte nur, es ist vielleicht eine interessante Methode, mal hier die Schiffe loszuwerden. Wer kennt es nicht, wenn das Schiff von einem riesigen, glühenden Stein getroffen wird und das nicht mal einen Kratzer und kaum eine verkohlte Planke darüber zurücklässt? Ja, ich meine, guck dir die Steine an. Die sind doch vielleicht nur, keine Ahnung, 100 Tonnen schwer oder so. Oder 200 Tonnen oder 1000 Tonnen. Je nachdem, wie groß sie sind. Glühend heiß, quasi aus gerade so nicht geschmolzenem Stein. Die schmettern mit, keine Ahnung. Ja, was werden die so drauf haben, wenn die hier so auf dem Schiff einschnädeln? 200 Kamera, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie bei einem Vulkanausbruch dabei, aber bestimmt irgendwie sowas in der Richtung. Und dann scheppern die das Schiff halt übelst weg, aber es ist halt nur ein bisschen angerüstet hier. Ne, ist alles wieder gut. Fahren kann es immer noch. Da klebt man ein bisschen Butterfix drauf und dann ist das wieder alles heile. So. Ja, cool. Ist hier einfach mal übelst Eskalation gewesen. Richtig nice. Geil. Fast alles zerdeppert hier, so wie es sich gehört. So. Holzfäller gleich mal neu bauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Küstenseller. Ja, kommt schon seit 100 Jahren zum Erliegen. Das hat noch nie jemanden interessiert. Warum sollte sich das jetzt ändern? So, wir bauen das hier mal gerade wieder auf, hier alles, was hier gerade kapeister gegangen ist. So, hoppala, falsche Taste. Da wollten wir hin. Kannst auch die Schiffe überall verkaufen, wenn du die loswerden möchtest. Also, bei aller Liebe, aber verkaufen würde ich die garantiert nicht. Also, da würde ich lieber die markieren und einmal entfernen drücken, dann sind sie auch weg. Aber nein, ich behalte die einfach mal so lange, bis sie irgendwann untergehen. Oder halt für solche Experimente hier. Ansonsten hätte ich niemals erfahren, dass die Schiffe ein Vulkangesteinseinschlag aushalten. Alles für die Wissenschaft. So. Wieso darf ich hier jetzt nicht hinbauen? Muss ich das erst abreißen? Nee, kann ich nicht. Ich muss warten, bis das hier sich irgendwie weggemacht hat, ja? Gut. Aber was wir mal machen... Das geht auch nicht. Gebäudebauplatz blockiert. Gut. Dann lassen wir hier das alles nochmal so, wie es ist. Und kümmern uns derweil mal um unseren Palast. Wir haben hier Häuser. Häuser. Passt ja sogar echt gut hier hinten. Bin ich mal wieder positiv überrascht von meiner krassen Begabung hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Mach das weg. Kann nicht kopiert werden. Stimmt, das war nicht hier drüben. Da. So. Machen wir mal so. So. Nee. Nein, das soll so nicht sein. Wir machen das mal so. Und so. Nein, so machen wir das auch nicht. Die orientalische Palastanlage ist eines meiner Mod-Highlights. Hab da 2 Wochen dran gewerkelt. Okay, krass.
Also ich muss sagen, die Gebäude an sich, die sehen jetzt auch nicht wirklich so aus, als wären sie nicht... Die sehen nicht so aus, als wären sie nicht... gemoddet? Nee, im Spiel... Es sieht so aus, als wären sie von Anfang an mit dem Spiel gewesen. So. Doppelte Verneinung und so ist... Kackidee, wer hat sich das ausgedacht? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 10 von 10 Inkompetenzen. So. Mein Gott. Mein Gott. Sind das tatsächlich Stigmata? Nein, sind es nicht. So. Folgendes. Hier hinten kommt jetzt so... irgendwas hin. Ich weiß noch nicht, was ich habe. Keine Ahnung. Nee. Hinten wollte ich so eine kleine Grünanlage hinmachen. Wow, warte. Idee. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Ist ja doof. Ist ja gar nicht symmetrisch. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Aber... ist gekauft. Das ist gekauft, das nehmen wir so. So, hier haben wir jetzt diesen Boden. Gab es hier nicht, aber nicht noch... Ich bin mir doch fast sicher, es gab doch irgendwie noch anderen Boden. Oder war das mit der normalen 1404 auf Mod und der muss hier rausgenommen werden? Hier können wir aber auf jeden Fall mal so eine Pyramide hinkleistern. So, pass mal auf, hier kommt so ein kleines Zeltle hin. Ich finde das so geil, dieses Geräusch, wenn die... Du baust eine Pyramide und da kommt nicht irgendwie sowas total an dich, was so ein riesiges Gebäude ist oder einfach so ein Haufen Kinder, die... Super genial. Als hätten die Kinder erstmal so ganz nebenbei so eine Pyramide dahin gezimmert. Gar kein Problem. Ich möchte gerne, dass der Sultan... wieder unsymmetrisch. Dass der Sultan hier sein eigenes Bad hat, das ist jetzt das, was ich damit sagen möchte. Rein in die Pyramide, erstmal Grabräuber. Jawollo. Wir haben ein gutes Geschäft gemacht. So, dann, wie mache ich denn das jetzt hier außen drumherum? Nehmen wir... oder... wir versuchen das mal hier mit. Passt sich auch so ein bisschen in die Kippen. Aber halt auch. Nee, pass mal auf. Wir machen das mal so. Hoppala. Hoppala. Ziehen das mal hier alles ein rüber. Großvezier ist eine besondere Ehre für mich. Der Sultan ist jung und voller Tatendrang. Doch weiß er auch den Rat eines alten Mannes. Moin. Grüß dich, Keule. System-Error. Fehler not found hier war es gerade. Ja, holy shit. Der Sultan sandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Warum schaut er immer nur nach den Rechten? Warum nicht mal nach den Linken? Kann ich jetzt hier... Schade, das wäre richtig geil gewesen. 1404 Gebäudemodding ist reines Skriptmodding. Es werden vorhandene Elemente über die Config-Datei zusammengefügt. Bis zum nächsten Mal. Oh. Und Photoshop angepasst. Warum hatte ich hier nicht... Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Haben die...
Oh, ich habe vergessen, denen zu sagen, dass sie angreifen sollen. Hupsi. Naja, gut. Ich muss sagen, ich finde es ja schön, dass die Leute hier so alle zum Palast pilgern. Ich weiß aber nicht, wie ich das finde, dass die hier alle... Pass mal auf. Also wenn die da schon alle reinspratzen hier, wie die Lemminge, dann... Habe ich einen Weg. Gut, Moment. Ist es also endlich ausgestanden? Gott sei Dank. Allahs Segen hat euch vor dem Schlimmsten bewahrt. Sehr gut. So. Genau, dann kommen die nämlich jetzt hier alle durchmarschiert. Hier kommen aber richtig viele Jungs angepilgert, du. Das ist ja echt heftig. In 1800 ist das auch so. Da ist die ZFG sogar noch detaillierter und im Ops, ja, möglich. Aber kann auch aus dem Blender eigene Gebäude modellieren. So ein Set. Zusammenset aus bestehenden Teilen. Oder ganz neue Modelle erstellen, um den Spiel zuzufügen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so funktioniert mit den. Also, ich hätte jetzt auch gedacht, du kannst irgendwo. Also quasi so ein 3D-Objekt, aus dem du gewisse Teile rauskopieren kannst und die dann irgendwo anders reinsetzt. Oder vielleicht... Also, weiß nicht, vielleicht bin ich da auch, ich bin halt überhaupt nicht drin in der Materie. Also was sowas angeht, da bin ich völlig weg. Der Rat der 10 Dank. Quatsch mich nicht voll. Finde ich gut. Ist gekauft. Nehmen wir. Zack. Dann hier drüben. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Das ist schön. Da freue ich mich für dich. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Nee, das ist Quatsch. Das machen wir nicht. Das ist auch Quatsch. Passt das? Das ist doch unsymmetrisch. Das ist ja hier so hin, ne? Ja. Das ist auch unsymmetrisch. Kommt zum Erliegen. Ja. Einer ihrer Betriebe stellt. Salam alaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Nicht zu glauben, dass wir eins im Zelten haben. In 1404 sind es immer noch die geschützten Cranny-Modelle. Neue 3D-Modelle kann man nicht erstellen. Okay. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wow, warte mal. Das ist ja auch smart, dass man das machen kann. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Interessante neue Möglichkeiten ergeben sich hier. Lukrativ in jeglicher Hinsicht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Nicht zu glauben, dass wir eins in Zelten hausten. Dass wir eins in Zelten hausten. So. Klick, klick. Genau, so eine Bank hätte ich gerne. Geil. Erstmal falsch rum hingesetzt, die Bank, so wie es sich gehört. Ach genau, sowas könnten wir ja auch mal hinsetzen hier. Sowas, ne? Och, da fehlen mir schon wieder Steine. Ist das denn euer Ernst? Wie viele Steine kann man denn verbrauchen?
Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Oh, ich habe ja auch vergessen. Hier war ich doch eigentlich auch stehen geblieben. Also nicht ganz stehen geblieben, aber ich wollte hier noch was machen. Und zwar nämlich Palmen. Aber warte mal, ich kann ja auch die Palme nehmen. So, ist doch vielleicht ein bisschen schöner. Jo, ho, ho, eine Buddel verrum. Komm, ja, gib mir mal eine Geilinski, Palminski. So, und hier vorne müssen auf jeden Fall noch Kisten. Das kann man sich ja nicht angucken, wie leer das hier vorne alles ist. So. Much better. So, Steine warten deswegen immer noch gefehlt. Und ich weiß nicht, wo meine Black Pearl hin ist. Achso, mir fällt auch gerade ein, ich wollte ja hier auch noch Kohle. So. Neue Schiffe einmal zugesetzt. Ach hier, stimmt. Ha. Genau, wegen dem Gewürzen. So. Du bist aber auch nicht das Schiff, was ich eigentlich haben wollte. Wo ist denn jetzt? Wo hab ich das Schiff hingetan? Oh Gott. Ach, das geht ja auch nicht. Warte mal, machen wir es so. Ach, guck mal. Die können wir auch mal hier. Verhökern wir mal hier die ganzen Jungs. Ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Mit diesem Dankeschön. Bin ich einverstanden. Das kann doch nicht sein. Wo habe ich dieses Schiff hingetan? Da ist es. Ihr habt es gefunden. Ah, sehr schön. Und hier vorne ist auch wieder Ruhe eingekehrt. So, dann einmal alles voll kleistern, bitte. So. Warte. Okay, geht nicht anders. Machen wir es so. So, hey, mach das da hin. Jetzt, Dankeschön. Gut, dann kann ich mir die Feuerwehr auch sparen. Wenn hier eh alles in Flammen aufgeht, dann bräuchte ich die da nicht neu hinzusetzen. Spiel gesichert. Aber was ich neu setzen möchte, sind ein paar Holzfäller. Und außerdem hier so ein bisschen Holz, ne? Die sollten das hinbekommen. Gut, dann einmal bitte den Rest abladen hier. Du fährst du einmal hier rüber. Snackst dir hier nochmal ein bisschen Stein. Wir haben hier nur so 3-4. Muss man schon ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Und bringst sie jetzt mal bitte hier runter. 450 läppische Tonnen. Ja, da war ja was.
Es tut mir leid, aber ich habe echt überhaupt gar keine Lust, in dieser Stadt nach Tänzern zu suchen. Oder nach Mönchen, Spionen, Soldaten oder was auch immer. Ist mir ehrlich gesagt völligst Rille. So. Ich probiere mal was. Ich baue jetzt hier einfach mal gerade was und guck mal wieder, wie das am Ende aussieht. Wie so oft. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich muss unbedingt auf den Kamelmarkt. Auf den Kamelmarkt. Da muss ich auch unbedingt noch hin. Unbedingt. Im Late Game nehme ich solche Aufträge gar nicht mehr an. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber es ist irgendwie... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das Verlangen, Gutes zu tun, das mich dann immer wieder dazu treibt, es doch anzunehmen. Ich hätte gern Brunnen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Bruninski. Der würde theoretisch passen. Aber wir gucken mal, was es noch so gibt. Der ist auch nicht schlecht. Ah, nee, dann nehmen wir den Klassiker hier hinten. Den hier. So, und außerdem hätte ich gedacht, vielleicht kriegt man das ja hin. Okay, vergiss, dass ich was gesagt habe. Ich habe nichts gesagt. Gut. Kamele als Luxusgut wäre doch mal was. Auf jeden Fall. Wenn man eine gewisse Stadtgröße überschritten hat, sind die Wimmelbild-Quests so gut wie unlösbar, ohne den Verstand zu verlieren. Ja. Und genau das ist ja hier irgendwie so mittlerweile der Fall, dass die Stadt ein bisschen zu groß ist, um ja irgendwelche Leute da drin zu suchen. Nee, wirklich nicht. Also, ich könnte mich da jetzt eine halbe Stunde reinsetzen, Zeit verlangsamen und jede Gasse 100-mal abgucken und sie dann halt immer noch nicht finden, ne? Das ist mir dann doch echt zu doof. So, ich hoffe, das passt. Wie die Leute hier alle reinströmen in diesen Palast. Einerseits cool, andererseits denke ich mir so, chillt. Kommt mal ein bisschen runter von euren getunten Pferden hier. Machen wir mal so hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ich muss unbedingt auf den Kamelmarkt. So, rennen die jetzt hier weiterhin durch, oder? Ich glaube nicht, dass das sie aufhalten wird. Die werden da trotzdem weiterhin durch die Hecke rennen. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Die Leute müssen dann so blaue Flucht ziehen. Ja. Kann ich mir tatsächlich gerade sehr gut vorstellen, wie das im Endeffekt aussieht. Oh. Verzeihung. Wie mache ich denn das jetzt hier? Ich frage mal für die Dummen hier in der Runde. Weil, ja, keine Ahnung. Was, also, ne? Und, ne? Wichtige Staatsgeschäfte warten. Es ist unser... Nun, habt ihr Gutes über den euch anvertrauten... Ihr seid ganz nach meinem... Wohlan. Ihr habt euch als... Ihr könntet euch hier mit... Ja, macht doch, was ihr wollt, ey. Oh, es funktioniert. Eine Produktion. Hätte ich jetzt echt nicht mit gerechnet, dass das funktioniert. Ich bin baff.
Muss jetzt aus lauter Freude erstmal hier wieder alle Möglichkeiten einmal durchswitchen. So, dann geht's hier rüber. 1, 2. Ihr habt ein gutes. Schade, dass es keine diagonale Hecke gibt. Muss ich jetzt mal gerade so ansprechen. Finde ich schade, wirklich. Das gefällt mir. Also hier würde ich gerne irgendwas hinpflanzen, aber ich weiß noch nicht genau was. Leider läuft das nicht so wie in 1800, wo man einfach weit genug rauszoomen kann, muss. Dann verschwinden alle anderen Menschen, bis auf die, die man suchen soll. Ist das so? Der blaue Rahmen drumherum reicht nicht heraus. Nicht mehr aus, ja. Das ist definitiv richtig. Ich wusste gar nicht, dass das bei 1800 so ist. Dass dann da einfach alles despawnt. So, gucke mal. Und hier vorne. Machen wir mal den hier. Jawohl. Schahillig. Schahillig billig. So. Da kommen jetzt Grabsteine hinten ein. Nein. Nein. Ja. Und ich hätte gerne. Nicht diese, sondern diese Bäume hier. Chillig. I like it. Hier müssen wir gleich mal gucken. Da kommen dann wieder irgendwelche Blümchen hingepflanzt. Und hier brauchen wir mal wieder irgendwas super Zierwerkiges. Sind wir mal ein bisschen Multikulti jetzt hier angehaucht. Da kann man sich hinsetzen, meditieren hier. Ich bräuchte nur mal kurz hier den Platz, genau. Ich hab keine Steine mehr, Mami. So. Einmal zurückfahren, bitte. So. Hier ist der Platz der Buddhisten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ja, Sia, ich glaube, du brauchst hier auch nichts mehr dran ändern an der Mod. Also, das, was du jetzt hier an Zeit, Mühen und ich weiß nicht, was noch alles reingesteckt hast, da brauchst du dir jetzt kein Kopf mehr drum machen. Also, das ist eine Mod, wie sie besser fast nicht sein kann. Wie, wo, was? Das müssen wir nochmal. Das Gammelige ist krass. Geht das krass hier zurück? Warum ist denn das auf einmal alles braun? Achso, weil ich hier die Dingens abgerissen habe oder wie oder wo oder was? Strange. Na komm, ja, machen wir es so. Dann gibt es hier ein. Boah, hier unten das Ding. Thanks. So bin dann mal weg. Der und Chat noch viel Vergnügen. Ein bisschen. Siam, ich danke dir fürs Dabeisein, fürs mit dabei sein. So. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann demnächst mal wieder. Dir noch einen schönen Tag. Wenn ich 18 Minuten das nicht sofort funktioniert. Ja. Ich kenne das nur von. Also jetzt nicht direkt vom Programmieren. Also ein bisschen programmiert habe ich ja auch mal eine Zeit lang.
Wenn da irgendwas nicht so funktioniert hatte, wie es sollte, dann ist man irgendwie schon mal tiltet. Dann versucht man es weiter und wenn es dann irgendwie nach zig Stunden immer noch nicht funktioniert hat, dann ist man irgendwann dann durch und sagt sich, okay, jetzt langt's. Jetzt mache ich erstmal irgendwas anderes oder so. Oder freue mich wieder an anderen Dingen in meinem Leben. Also, ich lasse das jetzt so. Ich lasse das jetzt hier so. Kein Problem. Hab ich kein Problem mit. Dann gibt es hier noch einmal den Weg drumherum. Da kann man hier so ein bisschen durch den Park, also durch den Vorgarten. Aber finde ich auch doof. Ich will, ich will nicht, dass die hier durch den Vorgarten marschieren. Das ist doch zweckbefreit. Dann machen wir das mal hier hinten. Dann kommt hier hinten eine Tür hin. Hier so, zack. Bin ich besoffen? Da ist es doch. Habe ich gerade nicht gesehen. Habe ich gerade echt nicht gesehen. So. So ist besser. So, lasset uns die Hecke vollenden. Los Hecos Grande. Ja, kommt das Ding hier drüben hin. Das kommt dahin. Und dann ziehen wir hier einmal so einen kleinen Streifen durch. Und jetzt kommen wir wieder zu dem spannenden Teil, nämlich wieder irgendwelche Pflanzen hier reinsetzen. Ich würde es relativ dürre lassen, da es jetzt hier auch nicht, also weil es ja noch so ein bisschen wüstenähnlich sein soll hier, ne? Hier sind ein paar Farne und hier so ein bisschen was. So, da können wir noch eins hinsetzen. Und hier so vereinzelt mal welche. Aber ganz wichtig sind auf jeden Fall die Kakteen. So, hier überall gehören welche hin. Da können wir auch noch vereinzelt diese anderen Modelle hinstellen. Aber was auch noch wichtig ist, naturellement. Ein fairer Handel. Ist ein fairer Handel. Richtig, hier gibt es sie. Ich brauche bei den Büschen nicht gucken, wenn ich nach Bäumen suche. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Hier eine Palme, Palinski Nummer 2. Hier noch eine, da noch eine, hier einfach mal so ein bisschen einfach nur so, ja, ne, so. Da eine hin, hier eine hin. So. Ja. I see it. I feel it. Es ist dezent. Aber trotzdem präsent. I like it. Was mache ich denn hier hinten eigentlich hin? Spiel gespeichert. Typisch. Wie es halt so ist. Direkt vor der Pyramide müssen natürlich haufenweise Bäume, so ein kleiner Wald, ne? So was in der Richtung. Gucken wir mal, wie das aussieht, wenn es groß ist, wenn alles gewachsen ist. So, die da. So, lasset mich Sachen machen, genau. Sup. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ja, hier haben wir es.
Da haben wir das. Und das. Exquisite. Ist jetzt die Frage, mache ich hier auch noch hin? Aber ich wüsste jetzt gerade echt nicht was. Nee. Abgesehen davon möchte ich das auch nicht zu rechteckig halten. Es ist schon rechteckig genug. Da muss jetzt hier nicht noch mehr Rechteckigkeit rein. So ist es doch auch fein. Also. Ich find's gut. Oh, mir ist gerade nur eine Idee gekommen, was man da hinten noch hinsetzen kann. Aber erstmal hier müssen hier auch noch so komische Balmsträucher hin. Hier irgendwie so, zack. Haben so ein paar willkürlich hier hingesetzt mal wieder. So, und da noch einen hin in die Ecke. Und hier vorne kommt noch einer hin. Dann gibt es hier wieder die Gräser. Ein paar von denen gibt es auch noch. War ganz wichtig. Ich muss nochmal durchswitchen hier. Das ist ganz wichtig, wirklich. Ohne das geht ja gar nicht. So. Yep. Ist jetzt enough. Ne, was ich jetzt hier machen wollte. Gucken wir mal, was es hier so Geiles gibt. Gucken wir mal hier. Obst, ein bisschen dies, das, jenes. Ein Silo, nee. Hanf, Hopfen. Nee. Das ist es alles nicht. Die waren, ich glaube, die waren schon mit das Beste hier. Was wir fast direkt am Anfang hatten. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ich helfe euch gerne aus. Ja, das sind sie. Eine Produktion kommt zum so. Ende. Kommt hier einmal der Weg durch. Weiß ich jetzt nicht. Es ist so lassen wir das auf keinen Fall. Hier muss irgendwie sowas hin, ja, okay, check. Ah, warte mal, wir können vielleicht, wenn wir hier mal, nein, das war schon wieder die falsche Taste. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Yep. Tada! Ja, lass mal erstmal so. Ist erstmal akzeptiert. Noch ein paar Bäume reingesetzt, why not? Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. So, wie schaut das jetzt hier aus? Bisschen strange irgendwie. Vielleicht das. So ein bisschen, ja. So ist doch. Vielleicht so. So ist schön. Sieh so. Screenshot erledigt. Da haben wir einen Palast. Du
bauen wir jetzt einfach mal ein paar Häuser hier. Haben lange genug Häuserbaupause gemacht hier. Dann muss mal wieder ein bisschen was nachgejodelt werden. Nun seid ihr in alle Geheimnisse unserer Baukunst eingeweiht. Ich werde eine andere Lösung finden müssen. Oh nein. Oh, es tut mir so leid. Ich wollte dir doch so unbedingt ganz doll dringend helfen, aber diese Aufgabe war einfach zu schwer. Ich habe alles getan, was ich konnte. Eine Produktion. Ich helfe euch gerne. Ich helfe euch gerne aus. Ja, darum, hier rum, rum wie numm. Dann machen wir mal hier. 10 von 10, ey. Inkompetent Level 100. Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Ein Holz, bitte. Ja. Dankeschön. Guck mal. Well played. Dem fehlt eine Kürchinski oder ein anderes Gebetsobjekt. Kein Holz. Gut. Schiffchen. In erster Linie brauchen wir ja nochmal Mosaik. Bring doch dann bitte auch gleich nochmal ein bisschen Stein, können wir da auch brauchen. Komm her, Stein. Also Stein haben wir schon eingeladen. Holz. Let's go. Let's go! Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Mehr der Lutz. Wie schaut's hier aus? Werdet ihr für diese Sache ein... Klar, immer. Na, ist okay. Schaut gut aus. Ein bisschen Holz, bitte. Hallo? Schiff? Hallo? Was fehlt denn ihm? Schmuck? Oh mein Gott. Duftwasser? Pech? Käse? Okay, Käse, da könnte man vielleicht sogar was dran ändern. Ein bisschen Käse. Pass mal auf. Wir brauchen erstmal Holz. Dann gucken wir gleich weiter. Kommt zum Erliegen. Komm schon, Schiff, schneller. So ist es recht. So ist es recht. Entschuldigung. Wo ist denn das? Ist das überhaupt losgefahren? Ja. Da ist es. Komm, gib mal Stoff, Junge. Stell dich mal nicht so an, als wärst du super schwer. Hast nur 900 Tonnen Material an Bord. Da kann man ja mal ein bisschen was erwarten. So. Erstmal kriegt ihr hier euer lustiges Gebetsobjekt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Dann kriegt ihr hier hinten sogar noch eins. Beschwert euch bitte nicht. Ihr habt mehr als genug. Würde ich sagen. Bestellt keine Waren mehr hier. So. So. Eine kleine Ziege. Hoppala. Hier so und so.
Sehr schön. Und dann gibt es jetzt hier die Milch. Käse. Käse, sage ich. Käse. Es gibt Käse. So, ich denke, das sollte reichen an Käserianern. Du bleibst mal bitte da. Dich nehme ich mit. Genau, die Kanone. Ah, ja. Warte. Hier, die Kanone schön auf die Siedlung ausgerichtet lassen, so wie es sich gehört. Was ist denn los? Was geben die Kamele da für Geräusche von sich? Ja, reichlich ungesund. So. Damit sollte ja ausgehalftet worden sein. Und hier müssen auf jeden Fall auch noch Häuser hin. Nein, diese Häuser hier. Ach, naja, gut, also ja, hier, also, ne, bitte, wenn das, ne, und so. Da, ne? Dann macht man das halt mal. So. So. Warte. Hier machen wir das Ganze nochmal so ein bisschen oldschool und hier machen wir es next gen. Hier einmal rum, hier hinten einmal rum. So. Jetzt hier einmal lang. Ja, ja, ja. Entspannt euch mal. Ich bin doch schon hier dabei, alles mit Wegen voll zu kleistern. Ja, schön. Ihr braucht. Hier, denke ich mal noch ein bisschen was in diese Richtung. Ne, eine Moschee. Warte mal hier. Sagen, Gottes Haus haben die ja hier direkt ums Eck. Also da sollten sie sich nicht drüber beschweren. Das hilft denen. Ein Badehaus und Bauchtänzerinnen. Bauchtänzerinnen kommen jetzt. Keine Waren mehr her. Viel Spaß damit. Und ein Badehaus sorgt für Hygiene. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Sehr schön. Und damit sollten die jetzt auch glücklich sein. Was zur Folge hat, dass wir uns um die Dekoration kümmern können in dieser Stadt. In erster Linie, damit wir hier erstmal die ihr Steinstraßen. Auserkoren, die Interessen des Kaiserreichs zu vertreten. So. Da drüben haben wir schon ganz viel. Nö, verpiss diese dich. Staatsangelegenheit sollte nicht länger aufgeschoben werden. Ja, dann kümmer du dich doch einfach darum. Anstatt dir irgendwelche anderen Deppen zu suchen, die deine Aufgaben übernehmen. So. Treko näher! Oder tretet nur näher. Ich weiß nicht, was du sagst. Speichern. Und da sehe ich, wir müssten die Folge gleich mal wieder beenden. Komm, machen wir mal so. Machen wir gleich. Das machen wir gleich. Ein ganz und gar. So, hier machen wir mal das hin. In Kombination mit diesen wunderbaren Objekten hier. Die Feinschmuckereien hier. Wir haben ein paar mehr Perlen, das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Also so alles in allem würde ich jetzt mal so grob sagen. Eine Schmiede braucht zwei Perlentaucher. Grobe Schätzung meinerseits. Wenn ich das mir jetzt hier mal so angucke, würde ich die hier gerne mal alle abreißen. Damit wir mal hier die... Achso, ich bin abgerutscht. So. Das Zeug so setzen können und... Einer ihrer Betriebe so. Stellt keine Waren mehr her. Dann können wir hier nämlich... Eine Produktion noch ein bisschen Deko drumherum fließen lassen. Hier kriegen wir nicht so viele Bischinskis hin. Vielleicht erhaltet ihr Gelegenheit, diesen Fehlschlag wegzumachen. Ja, und wenn nicht, ist mir das auch egal. So, haben wir hier hinten noch irgendwo... Ja, komm her, das... Also man sieht es tatsächlich fast gar nicht. Finde ich. Es würde jetzt nicht so ultimativ auffallen, wenn wir es komplett weglassen würden. Aber mein innerer Monk sagt mir, du musst... Du musst oder du stirbst. So, dann machen wir hier nochmal so einen geilen Platz hin. Ist mir willkommene Abwechslung. Und hier wieder. So ein richtiger Klassiker. Einfach mal hier so ein Gemüsebeet hier langziehen, ne? So, und haufenweise Bäume reinpflanzen. Absoluter Klassiker. Aber trotzdem echt nice. Hier, zack. Bäume. Hier so ein paar Palmen. Zack. Bam. Da steht's da. Und hier hinten. Können wir nichts hinsetzen. Gut. Können wir da trotzdem... Können wir auch nicht. Gut, also da geht nichts vorbei. Hier im Hafenbereich ist richtig schön, ne? Gebete erhört. Es geht uns besser als je zuvor. Das ist schön. Pass mal auf, euch geht es gleich sogar noch besser, weil ihr gleich zu Gesandten aufsteigt. Das ist mal einmal Grund, weil hier alle anderen auch Gesandte sind. Da will ich euch dieses Recht, dieses Privileg nicht vorenthalten. Und hier natürlich vor dem... Ne? Hier müssen das natürlich auch... Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es mit Privilegien aus? Da kann auch ein bisschen was aufsteigen. Hier aber nicht. Gut. Hier hinten wollten wir sie sowieso machen. Aber was ist... Ah, jetzt kommen sie. Ja, hier ist ja auch... Hier ist kaputt. Junge. Krass. Sehe ich ja jetzt erst. Unter die Arme greifen. Das ist schwennig, Alter. Also dieser Sturm war echt mit das Schlimmste, was mir passieren konnte. Der hat so viel kaputt gemacht. Er ist so ein Sackgang. So, 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 so. Du, 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 du. La 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 la. Salam alaikum. Och nö. Och nö, ich bin so dumm. Ich bin blöd wie ein Metafellwerk. Och nee. Gut, dann machen wir den ganzen Kaps nochmal. Ich weiß nur, wo ich mir dachte, ja, kannst du mal hier so eine Lücke lassen, damit ja irgendwie, ne, und so. So, genau, das war meine Idee. Das wollte ich einfach nur machen, weil ich das irgendwie so schöner fand. Falschen Bäume. Und da fehlt auch was, sehe ich gerade. Also, da muss ich nochmal demnächst ein bisschen besser aufpassen hier, wenn ich meine Stadt repariere. Fehlt doch an einigen Ecken und Kanten so das ein oder andere. So, hier und dort und hier und dort und hier und dort und hier und dort. Das gefällt mir.
So, bin dann auch mal raus. Muss morgen früh noch arbeiten. Schönen Abend. Alles klar, dann dir eine ruhige Nacht und einen angenehmen Arbeitstag morgen. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich irgendwie demnächst mal wieder. Bis denn. Schön, dass du da warst. Bis dann. Und ich kümmere mich um diesen Fauxpas, der mir hier passiert ist und den ich nicht korrigiert habe bis jetzt. Oh, ups, das war der falsche. Nope, 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 nope. Nee. War das der eine schon? Ich habe ihn einfach weggeklickt. Allererste? Ja, war der allererste. Gut. So. Wie schaut's aus, Jungs? Warum? Was ist los? Keine Stoffen. Stoffinskis. Stoffinskis sind knapp. Ach du Scheiße. Da, schon wieder überzogen hier. Naja, gut. Dann würde ich ja sagen... bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Wertes Volk.